Herzlich willkommen bei Evangelisch in Blankenburg. Heute am Gründonnerstag. Und ich möchte Sie wieder einladen zu einer kleinen Andacht. Und dazu lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du lädst uns an deinen Tisch, schenkst uns Gemeinschaft und stillst unseren Hunger nach Leben. Du wäschst deinen Jüngern die Füße und wirst ein Diener aller Menschen. Du lieferst dich aus in die Hände der Menschen und öffnest uns den Weg in die Freiheit. Wir beten dich an. Amen. Ein Psalm am heutigen Tag, Psalm 111. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig, sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, Wahrheit wahrhaftig klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Ein Lied möge uns heute an diesem Tag ein wenig begleiten. Aus den Gesangbüchern, wir finden es unter Nummer 417. Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein. Lass die Wurzel unseres Handelns Liebe sein, senke sie in unser Wesen tief hinein. Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden. Herr, lass alles, alles hier auf Erden Liebe, Liebe werden. Am heutigen Tag hören wir eine Lesung aus dem Johannesevangelium. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, ihr Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, »Herr, du wäschst mir die Füße?« Jesus antwortete und sprach zu ihm, »Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren.« Da sprach Petrus zu ihm, »Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm, »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.« Spricht zu ihm Simon Petrus, »Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt.« Spricht Jesus zu ihm, »Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein, und ihr seid rein, aber nicht alle.« Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Darum sprach er, ihr seid nicht alle rein.
Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wunder sind zum Wundern da, nicht zum Erklären. So wie jede Erheiterung stirbt, wenn jemand einen Witz zu erklären versucht. Am Gründonnerstag feiern wir in den Kirchen den Geburtstag des Abendmahls. Wir freuen uns, dass in unseren Gottesdiensten etwas lebendig ist, was ganz unmittelbar auf die Erfahrung zurückgeht, welche die Jünger mit Jesus gemacht haben. Wir sehen es auch hier vorn im Altar. Der Jubilar, den wir heute feiern würden, hat in seinem langen Leben einiges mitgemacht. Immer wieder wurde er zusammengedrückt und auseinandergenommen, um die Freude, die man mit ihm erlebte, zu erklären und gegen Fehldeutungen abzusichern. Zahllose Fetzen dieser Versuche tummeln sich in unseren Köpfen und Herzen. Viele Christen tun sich darum schwer mit dem Feiern des Abendmahls. Sie haben Angst, die einen davor, dass sie ihren Verstand nicht ernst nehmen dürfen, und die anderen, etwas falsch zu machen und damit die Wirkung des Abendmahls zu gefährden. Wir sollten deshalb zuerst hören: Es ist der gnädige und barmherzige Herr, der dieses Gedächtnis seiner Wunder gestiftet hat. Das Zweite: Die runden Tische, zu denen Jesus einlud, waren nicht heilig, weil nur ausgesuchte Fromme kommen durften, sondern genau umgekehrt, weil die bei Gott willkommen waren, mit denen sich sonst keiner zeigen wollte. Und schließlich, bei seinem letzten Mahl zum Passafest, unmittelbar vor seiner Kreuzigung, hat Jesus zwei Gesten gedeutet: das Brechen des Brotes auf seinem bevorstehenden Tod und den am Tisch kreisenden Pokal auf den bevorstehenden Sieg in seiner Auferweckung. So wie ich das Brot zerbrechen muss, wenn jetzt alle davon essen wollten, höre ich ihn. So muss ich zerbrochen werden am Kreuz, um für alle da zu sein. Und so wie wir jetzt eins werden, indem wir alle aus einem Becher trinken würden, Petrus und Judas eingeschlossen, so wird der Sieg, den mir mein Vater zu Ostern schenken wird, euch allen gehören. Wir haben viel Grund zum Wundern über Gott, der es wagt, für uns so handgreiflich zu werden, und über uns, wie viele Konsequenzen da noch nicht gezogen sind. Lasst uns beten. Herr, du teilst aus und wir empfangen. Du gibst Brot und wir werden satt. Du kommst zu uns und wir sind nicht mehr allein. Wir danken dir. Für alle, die Hunger haben nach Brot, bitten wir: Lass die Bemühungen um Hilfe gelingen, dass jeder sein tägliches Brot bekomme. Für alle, die hungern nach Gerechtigkeit, bitten wir: Lass jedem die Achtung zuteil werden, die er braucht. Für alle, die Hunger haben nach Liebe, bitten wir: Lass uns Zugang finden zu ihrem Herzen und führe sie hinaus aus der Einsamkeit. Herr, du teilst aus, lass uns dankbar empfangen und fröhlich weitergeben.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott geht mit uns. Gott ist bei uns. Der Gründonnerstag ist ein besonderer Tag, wo eine besondere Nähe Gottes zu uns zum Ausdruck kommt. Gott geht mit uns mit seinem Segen. Und so segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Morgen am Karfreitag werden wir 10 Uhr miteinander Gottesdienst feiern.